So, morgens, 9:30. Und was ist schon los am Strand? Ihr seht es jetzt. Zudem natürlich auch das allerbeste Wetter. Viel Spaß. Hier sind die Radio Primavera Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV. Ich bin heute Morgen wieder unterwegs, ja, habe mich ein bisschen verschnupft an. Und ja, was soll ich euch sagen? Aber das Wetter begeistert mich. Ihr werdet es jetzt sehen. Viel Spaß mit den Wetterbildern und der kanarischen Sonne. So, ihr Lieben, wir sind bei 28 Grad schon. Morgens um 10 Uhr. Guckt euch mal an, was hier los ist. Guckt euch das mal an. Also, die Frage der Schirme und Sonnenliegen hat sich ein bisschen erübrigt. Also, viel mehr kriegst du hier gar nicht drauf. Ich glaube, früher war da hinten noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten schon ganz schön voll. Viele Menschen, ja, die Sommerferien gehen langsam zu Ende. Ich weiß ja gar nicht, der eine oder andere weiß es sicherlich gar nicht von euch. Normaler hier in Spanien, ich weiß gar nicht, ob es mit ganz Spanien oder mit den Kanaren zu tun hat, aber ich glaube, ganz Spanien haben 3 Monate Sommerferien. Das ist schon eine Menge. Und in der ersten Septemberwoche, glaube ich, geht es wieder los mit der Schule. Also jetzt nochmal Endspurt in Sachen Urlaub. Und das ist herrlich. Hier unten ist ein leichter Wind und es ist richtig, richtig angenehm. Du spürst die 28 Grad gar nicht so, weil eben dieser leichte Wind ist. Ihr hört ja mit Sicherheit das Meeresrauschen und ja, schön. Jetzt nochmal ein Stückchen hier auf die Plaza. Aber nochmal natürlich die kanarische Sonne. So, natürlich haben die Geschäfte auch langsam aber sicher auf. Ihr wisst, wo ich bin, ne? An Exodus, unten der große Platz, wo eben dieses Maspaloma steht. Hatten wir schon mal geklärt, warum eigentlich hier nicht Playa del Inglés steht, sondern weil da. Das erkläre ich aber noch mal bei einem anderen Mal. So, ihr Lieben, ich will einfach los. Tschüss, bye bye. Euer Martin Schubert.